Salman al-Farisi radiallahu anh war ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Gefährte war einer der wenigen, die den Islam annahmen, obwohl sie keine Araber waren und der junge islamische Staat sich noch nicht über die arabische Halbinsel hinaus verbreitet. Besonders seine persönliche Geschichte, wie er den Weg zum Islam und zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefunden hat, ist sehr bewundernswert. Es ist eine Geschichte voller Aufopferung und Hingabe, nur um die Wahrheit und den wahren Sinn des Lebens zu finden. Salman radiallahu anh war ein Perser, welcher in der Provinz Isfahan geboren wurde. Seine Familie war sehr wohlhabend, da sein Vater ein Großgrundbesitzer war. Sie gehörten der Religion der Feueranbeter an, welche vor dem Islam im Persischen Reich weit verbreitet war. Da sein Vater sehr besorgt um die Sicherheit Salmans war, durfte er nur selten das Haus verlassen. Eines Tages jedoch bekam er den Auftrag, die Landgüter seines Vaters zu begutachten und nach dem Rechten zu schauen. Der junge Salman kam an einer Kirche vorbei. Neugierig betrat er die Kirche und wollte mehr über ihre Religion erfahren. Ihm gefiel die Art und Weise, wie sie beteten, sogar mehr als bei seiner eigenen Religion. Er folgte ihr sowieso nur aufgrund seiner Familie, aber nicht aus eigener Überzeugung. Während er dort war, vergaß er die Zeit und blieb bis spät abends, bis sein Vater ihn suchen ließ. Bevor er die Kirche verließ, erfuhr er noch, dass die Religion ursprünglich aus Syrien stammt, eine Information, welche sein Leben verändern sollte. Zu Hause angekommen, erzählte er seinem Vater von der Begegnung mit der neuen Religion. Mutig gestand er ihm, dass ihm diese Art des Betens mehr überzeugte als die Religion seiner Vorväter. Der Vater war sehr erzürnt darüber und sagte zu ihm: "Mein lieber Sohn, deine und die Religion deiner Vorfahren ist viel besser als die Religion jener Leute." Trotz der Worte des Vaters ließ sich Salman nicht einfach von seiner Überzeugung abbringen. Er erkannte, dass es nicht wichtig war, an was seine Vorfahren glaubten, sondern vielmehr an dem festzuhalten, worin man die Wahrheit erkennt. Obwohl sein Vater dafür sorgte, dass er von nun an mit Fußfesseln gezwungen war, zu Hause zu bleiben, schaffte er es, jemanden zu den Christen zu schicken, mit der Botschaft, ihn selbst zu informieren, sobald Leute aus Syrien kommen sollten. So kam es, dass Kaufleute aus Syrien Salman radiallahu an mit auf ihre Reise nahmen. Angetrieben vom Willen, nach der Wahrheit zu suchen, ließ er alles zurück, sein Hab und Gut, seine Heimat und sogar seine Familie. In Syrien angekommen, fragte er zielstrebig nach dem besten christlichen Gelehrten. Er erfuhr von einem Bischof. So ging er zu ihm und wurde sein Schüler. Mit der Zeit merkte Salman radiallahu an, dass der Bischof kein guter Mensch war. Er nahm von den Menschen Spenden entgegen, verteilte sie jedoch nicht an Bedürftige, sondern behielt sie für sich selbst. Er bekam so viele Spenden, dass er damit 7 Truhen voller Gold und Silber füllen könnte. Salman radiallahu an hasste ihn dafür. Eines Tages war die Lebensfrist des Bischofs abgelaufen und er starb. Die Christen versammelten sich, um ihn zu begraben. Salman radiallahu an konnte die schlechten Taten jedoch nicht für sich behalten, da er den Drang danach hatte, stets die Wahrheit zu sprechen und nach ihr zu suchen. So sagte er zu den Christen: "Euer Bischof war ein schlechter Mensch und hat die Almosen für sich behalten." Sie fragten ihn: "Woran sollen wir das erkennen?" Er antwortete ihnen: "Ich will es euch beweisen." Salman radiallahu an zeigte den Leuten die Kisten voller Gold und Silber und deckte so den Betrug des Bischofs auf. Nun wollte ihn niemand mehr begraben für seinen abscheulichen Betrug an den Menschen. Der Nachfolger des Bischofs war das komplette Gegenteil. Salman radiallahu an mochte ihn sehr aufgrund seiner guten Eigenschaften. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt niemals einen Menschen gesehen, der so wenig an Materiellem hing, auf das Jenseits fokussiert war und dazu noch so viel gutes Benehmen hatte. Nach vielen Jahren, die Salman radiallahu an bei ihm verbrachte, um von ihm zu lernen, näherte sich auch seine Lebensfrist dem Ende. Da Salman ihn sehr liebte und großes Vertrauen in ihn hatte, fragte er ihn kurz vor seinem Tod, in wessen Obhut er sich begeben solle, sodass er den Weg auf der Suche nach der Wahrheit weiter beschreiten könne. Der Priester antwortete Salman mit den Worten: "Da sich die Leute geändert haben, kenne ich nur noch einen Mann im Irak, in der Stadt Mosul, der eine Lebensweise führt wie ich. Gehe zu ihm." So führte ihn sein Weg weiter nach Mosul, wo er auf den neuen Lehrer traf und dieser sich seiner annahm. Er blieb so lange bei ihm, wie Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hat. Weiter von der Wahrheit angetrieben, reiste er von Ort zu Ort und Lehrer zu Lehrer, ohne Rücksicht auf sich selbst. Er traf auf 2 weitere Lehrer in verschiedenen Ländern. Immer wenn ein Lehrer verstarb, suchte er den nächsten auf, um so der Wahrheit immer näher zu kommen.
Mittlerweile waren viele Jahre vergangen und aus dem jungen Salman war ein erwachsener Mann geworden. Er hatte etwas Geld gespart und besaß nun auch Kühe und Schafe. Nach zahlreichen Gelehrten, die Salman radiallahu an getroffen hatte, war es der Letzte, der ihm die wichtigste Information gab. Mein lieber Sohn, bei Allah, ich kenne niemanden, der auf unserem Weg geht und weiß nicht, zu wem ich dich schicken kann. Allerdings ist jetzt die Zeit eines Propheten gekommen, der mit der wahren Religion Ibrahims entsandt wird. Er kommt aus dem Land zwischen zwei steinigen Orten, zwischen denen es Dattelpalmen gibt. Dieser Prophet besitzt Zeichen, die nicht verborgen bleiben. Er nimmt Geschenke, aber keine Almosen an. Und zwischen seinen Schulterblättern ist das Siegel der Propheten. Gehe dorthin. Es verging einige Zeit, bis sich Salman radiallahu an einer Gruppe von Händlern anschloss, welche ihn im Tausch gegen seine Kühe und Schafe auf dem Weg in das Land der Araber mitnehmen sollten. Sie behandelten ihn jedoch sehr schlecht und verkauften ihn als Sklave. Dieser wiederum verkaufte ihn an jemanden vom Stamm der Bani Qurayza, welche in Medina lebten. Als Salman radiallahu an dort ankam, erkannte er sofort, dass es sich um jene Stadt handelte, von der ihm sein Lehrer erzählt hat. Als Salman bei seiner Arbeit hoch oben auf einer Dattelpalme saß, hörte er ein Gespräch seines Herrn und dessen Verwandten mit. So erfuhr er von der Ankunft des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in Medina. Dieser hatte vor kurzem die Hijra vollzogen, um in Medina den islamischen Staat zu gründen. Salman radiallahu an freute sich so sehr, dass er zu zittern begann und kurz davor war, von seiner Dattelpalme zu fallen. Am Abend suchte er nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, um herauszufinden, ob es der Mann ist, von dem ihm sein Lehrer erzählte. Er erinnerte sich an die Merkmale, durch die man den Propheten erkennen würde. Das erste Merkmal war, dass er keine Almosen annahm, jedoch Geschenke. So sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich habe erfahren, dass du ein tugendhafter Mann bist und mit dir Freunde sind, die nichts besitzen und fremd in der Stadt sind. Ich habe etwas, was ich für Almosen zur Seite gelegt habe. Ich denke, dass niemand mehr dazu berechtigt ist als ihr. So dann legte Salman radiallahu an die Almosen vor den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dieser sagte zu seinen Gefährten, dass sie davon essen sollten. Er selbst aß aber nichts davon. Das ist das erste Zeichen, von dem mein Lehrer mir berichtet hatte, dachte sich Salman. Nun wollte er auch das zweite Merkmal feststellen. Er kam später mit seinem Ersparten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück und sagte erneut zu ihm: Ich habe gesehen, dass du keine Almosen annimmst, doch dies ist ein Geschenk an dich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nahm es wieder an, jedoch aß er diesmal gemeinsam mit seinen Gefährten davon, da es ein Geschenk und keine Spende war. So erfüllte sich auch das zweite Zeichen. Nun fehlte nur noch das Siegel der Propheten, welches zwischen den Schulterblättern liegen solle. Salman radiallahu an ging nach einiger Zeit wieder zum Propheten. Diesmal traf er ihn gerade, als er einem Leichenzug folgte. Salman radiallahu an grüßte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und beugte sich dann sehr auffällig vor, um das Siegel zwischen seinen Schulterblättern zu sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bemerkte es und wollte es Salman leicht machen. So warf er sein Schultertuch ab und das Siegel der Propheten wurde sichtbar. Und damit auch der Beweis für sein Prophetentum, welches sein Lehrer ihm beschrieben hat. Überglücklich wollte Salman radiallahu an das Siegel küssen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt ihn jedoch davon ab und ließ sich Salmans ganze Geschichte erzählen. Es war der Moment gekommen, für den Salman al-Farsi radiallahu an alles geopfert hat. Seine Jugend, seine Familie, seine Freizeit, seinen Besitz und sogar seine Freiheit. Jedoch war es all das wert, da die Suche nach der Wahrheit nun ein Ende fand. Salman radiallahu an sprach das Glaubensbekenntnis und trat zum Islam über, zum wahren Dien des Herrn aller Welten. Wer hätte gedacht, dass die Geschichte des jungen Salman radiallahu an so enden würde? Es fing mit der aufrichtigen Suche nach der Wahrheit an und endete beim Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Salman damit geehrt, ein Gefährte des Propheten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu werden, da er die Suche nach der Wahrheit nie aufgegeben hat. Trotz vieler Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellten, folgte er dem Weg der Wahrheit mit entschlossenem Willen. Ihn konnte weder seine Familie mit der Religion seiner Vorväter aufhalten, noch hat er sich durch die Bequemlichkeit eines angenehmen Lebens aufhalten lassen. Selbst als er vom Bischof enttäuscht wurde, war das kein Grund für ihn, von der Wahrheit abzulassen. Er ging seinen Weg entschlossen weiter.
Wenn wir eines aus dieser bewundernswerten Geschichte des großen Sahabi lernen können, ist es, dass wir uns von nichts aufhalten lassen dürfen, wenn es darum geht, den Weg der Wahrheit zu finden und zu beschreiten. Weder unsere Familie, welche vielleicht falschen Traditionen folgt, noch unsere Bequemlichkeit und Faulheit dürfen ein Hindernis für die Wahrheit sein. Salman radiallahu an hat sein ganzes Leben auf der Suche nach der Wahrheit geopfert. Diese Geschichte ist ein Beispiel für uns, was es eigentlich bedeutet, wahrhaftig nach der Wahrheit zu suchen. Wir sollten uns selbst die Frage stellen: Was haben wir bisher geopfert, um die Wahrheit, den Islam zu finden, zu lernen und an die Menschen heranzutragen?